Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mittelerde Mordors Schatten. Und wir sind jetzt kurz davor, den Auftrag die Macht des Geistes zu machen. Zack! Königin Marvin hat den Schlüssel, um die wahre Macht des Ringerschaffers zu entfesseln, die Macht zu befehligen und zu beherrschen. Stelle eine Armee auf und fordere die schwarzen Hauptmänner heraus. Oha! Probieren wir dies. Kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Die Szene erinnert mich immer ein bisschen mehr an Saruman. Ich hoffe nicht, dass es Marvin Saruman wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Grublik, der Auspeitscher. Ja, ich wollte die Details sehen. Schauen wir uns die mal an. Da ist er. Grublik, der Auspeitscher. Sieht ein bisschen aus wie Redback. So, Status, denkt ihr, dann wird sie den Geschmack von frischem Rattenfleisch. Ja, lol. Okay, wir haben noch keine Informationen darüber, aber Waffen und Runen. Ach ja, wir haben vorhin was eingesammelt. So oft reiten wir keine Bestie. Es gibt nichts in diesem Land, das den Aufstieg der Uruk aufhalten kann. Gar nichts. Ja. Hab ich gesehen? Läuft. 500 Fuß. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Verdammt. Hey, mein Kleiner. Ey, du sollst... Was geht mit ihm? Genau, das wollte ich. Nee, nee, ich will ihn ja jetzt nicht töten, ich will ihn. So. Das macht sich dann wahrscheinlich einfacher, den anderen da hier zu beherrschen, den Typen, ne? Ein bisschen Respekt einflößen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Erbärmlicher Tag! Hast du nicht mehr als dieses Untier zu bieten? Nein, habe ich nicht. Schaut ihn von seinem Biest! So, wenn du einen Hauptmann beherrscht hast, halte RB gedrückt und tippe A. Kannst du Y drücken, um ihm einen Befehl zu geben. So kannst du deinen gebrannten Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen oder sich einen Häuptling als Leibwächter anzubieten. Mehr als ich erwartet hatte. Mehr, die wir töten müssen, um an den Hauptmann zu gelangen. Bleib, wo du bist! Ich rieche. Schau
Okay. Ist es der Waldläufer? Zeig mal, was du von Schmerzen verleihst. Okay. Jetzt habe ich hier ein kleines Problemchen. Wir zerfetzen dich. Da muss ich hin. Zu dem dann. Erstmal die Gefährlichen rausnehmen, ne? Das kennen wir. Erstmal nochmal abhauen, ich brauche mehr Gesundheit. So können wir nicht gegen die kämpfen, gegen die Jungs. Ein paar Kartoffeln hier. So, und jetzt holen wir es uns. Die Bleichhaut ist längst weg. Das denkst aber auch nur du. Du bist ein Nichts. Ach. Denk daran, wir brauchen ihn lebend. Ja, ich will ja. Ich will ja. Es ist doch so. Darauf habe ich gewartet. Na, nimm den doch jetzt mal. Ich verstehe. Sehr gut, also das ist jetzt unser Mann. Dann schauen wir uns den auch gleich mal an. Reimt sich. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Ach, siehste. Erleidet Schaden durch Kampf, Todesstöße. Okay. Immun gegen Fernkampf, sehr gut. Immun gegen Schleichen. Regeneration. Sehr gut.
Was könnte mit denen? Achso, mit Y könnte man denen jetzt Aufträge geben. Nee. Falls er hier war, dann ist er jetzt weg. Höre auf meinen Befehl. So, wie waren das jetzt mit den Aufträgen? Auftrag geben. Beherrsche Grublik. Das haben wir ja jetzt schon geschafft. Und warum geht's jetzt nicht weiter? Abstechen, aufzehren, beherrschen. So. Dieser Hauptmann steht nun unter deiner Kontrolle. Du kannst einen Machtkampf provozieren und ihn auffordern, einen anderen Hauptmann zu ermorden. Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Drücke A, um deinen Hauptmann zu befehlen, der Truppe von Tarz beizutreten. Der sieht leicht... Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Okay. So, vorher werden wir uns aber noch mal ein bisschen hier Gesundheit zufügen. Alfieri. Und was sehe ich heute Morgen? Kräbein, die das ganze gute Fleisch abfressen. Wenn ich sehe, wie er es mit einer ganzen Gruppe... Meine Augen sind die deinen. Noch härter und verbissener kämpft. Schließt euch mir an, oder spürt mein Schwert, Maden! Du willst, dass ich dir folge? Zwing mich doch! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Wow. Alter! Ey, was geht mit ihm hier? So, er ist weg! Gut gemacht, Junge. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Haha, genau. So, wir folgen Grublik. Aber sachte. Und da sind wohl die nächsten Ziele. Haltet zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Ich hab meinen eigenen umgehauen. Unser Hauptmann ist tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Ach scheiße, sei noch von uns. Naja, der musste weg. Tut mir leid. Okay, hier kann er nicht hochklettern. Ja, das ist ja das Problem. Wir brauchen jetzt ein paar...
Mission für den Herrscher Mordor. Moment! Da! Ich sehe ihn! Lass uns unsere Schwerter kreuzen! Yeah! Okay, komm rein hier. Alter! Der mag mich nicht, also mag ich ihn auch nicht. Nächstes Mal entkommst du uns nicht so einfach. Entschuldigung. Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Klingen. Jawohl. Wir werden niemals sterben. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. So, erstmal müssen wir Fähigkeit freischalten. Okay, alles klar. Sehr gut. So, wir werden erstmal unsere... Okay. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Tarz das Messer. Ich habe noch keine Infos über ihn. Das gefällt mir eigentlich noch nicht. Dadurch weiß ich nicht, wie ich ihn angreifen muss. Aber wir haben Verbesserungen. Das können wir jetzt auch gleich mal gucken. Verbesserte Sprintangriffe. Ah, das ist gleich wieder. Oh, Wurfdolche, die können wir eigentlich mal... Er lässt nur die Gegner zurückstolpern. Das ist eigentlich so. Bogenangriff. Auf die Beine von Uruks nageln diese an Ort und Stelle fest. Verwende schnelle Schüsse, um fliehende Uruks an der Flucht zu hindern oder starke Uruks im Kampf zu immobilisieren. Das kann man im Prinzip auch mal probieren. Aber das finde ich besser. Gedrückt halten und RB drücken. Sodass sie. Verbessert Sprintangriffe. A. Gedrückt halten und dann RB drücken, sodass sie auch Holzschilde beschädigen und Gegner zu Boden werden. Das finde ich ganz gut. Da sind wir nun. Mitten in der Nacht. Es regnet wieder mal. Der Mond scheint schön. Vorwärts. Schleichen wir uns. In die Burg. Er muss den Grog besser vertragen können als der letzte. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Boss. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr davon. Er hat recht. Dich zu beschlagen, Herr Fatuzek. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Mit Rocktrock habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Geschieht ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Er hätte diesen Grauch sehen und sich bereit machen sollen. Dennoch war es schön zu sehen, wie diese Bleichheit in auf Zern abstechen. Als Blut auf ihn herabgelegt. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlurfen. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein wachsen lassen. Was auch immer es war, wenn ich es sehe, werde ich es töten. Nur damit der Trottel endlich die Klappe hält. Alles klar. So, in dieser hängenden Position verabschiede ich mich erstmal für heute. Und dann sehen wir uns bis später. Euer Rosenholz.